Moin moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einer weiteren Folge unserer Karriere mit dem Hamburger Sportverein. Die allererste Folge nach dem glorreichen Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Ja, der Aufstieg war dann doch ein wenig knapper als gedacht. Wer das noch nicht angesehen hat, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Vor allem, ich will nichts vorwegnehmen, aber Relegation waren wir drin und das Rückspiel, die letzte Minute, müsst ihr euch definitiv geben. Also ich denke, viel spannender kann man ein Relegationsspiel nicht machen. Aber letztendlich, ihr seht es schon, haben wir es geschafft. Wir stehen jetzt wieder in der ersten Fußball-Bundesliga zusammen mit einem FC Bayern München, mit Borussia Dortmund, RB Leipzig. Die Mannschaften, die, glaube ich, letzte Saison am weitesten vorne waren. Und ansonsten ist hier irgendeine Überraschung. Nee, Ingolstadt natürlich. Die sind ja Zweiter gewesen, Köln ist Erster gewesen, wir Dritter, aber ansonsten ist Nürnberg wieder runter und ja, Düsseldorf nach der Relegation auch wieder runter. Mir fehlt nur eine Mannschaft, die auch in der zweiten Fußball-Bundesliga jetzt ist und ja, die finde ich gerade tatsächlich nicht so schnell heraus. Wer ist denn noch runtergegangen? Wir können uns mal die Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga angucken. Und da fällt es einem auch direkt auf, und zwar ist der SC Freiburg derzeit auf dem 9. Platz hier auch in die zweite Fußball-Bundesliga mit runtergegangen. Und ja, endlich sind wir wieder zurück, das freut mich erstmal. Zweitens gab es dann natürlich ein paar Umfragen, ein paar Starter, sage ich mal erstmal, die wir erstmal abhandeln müssen, bevor es hier richtig losgeht. Und zwar erstens, Jairo spielt in echt beim HSV. Den werden wir jetzt verpflichten, wir können den überhaupt nicht anders erbieten, außer über die Freigabesumme. Das zählt allerdings nicht zu unserem Abgängen mit dazu. Ich kann euch sagen, wie viel Geld wir jetzt insgesamt zur Verfügung haben. Das blende ich jetzt auch mal unten ein. Jairo-Transfer zählt wie gesagt nicht dazu, da ihr das erstens in die Kommentare geschrieben habt und zweitens wäre für uns einfach nicht erschwinglich, sage ich mal normalerweise. Aber aufgrund ja, des wirklichen Transfers werden wir das einfach mal machen. Wir haben insgesamt letzte Saison 1,9 Millionen circa über gehabt. Dann haben wir durch die Relegation, da habe ich ja letztes Mal auch den Kommentar eingeblendet, inwiefern wir dort Geld dazu bekommen, haben wir 7 Millionen dazu bekommen und durch einen Sieg in der Relegation nochmal 1 Million. Das bedeutet, wir stehen nachher endgültig bei einem Transferbudget von 9,95 Millionen. Also fast, ich sag mal roundabout 10 Millionen haben wir nachher. Ein Vogelsammer steht ganz hoch auf der Liste. Der hat eine Freigabesumme von 6,5. Da bin ich gespannt, ob wir den da runterkriegen. Wir wollen natürlich ein paar Spieler verkaufen. Und Jairo wird jetzt erstmal geholt. Und der zählt, sage ich ganz ehrlich, der zählt nicht dazu zu dem Transferbudget, was wir ausgeben können. Was man dazu auch nochmal sagen kann, er würde sogar in unser Zweitliga-Budget passen. In der zweiten Liga hatten wir gesagt, maximal 20.000 Gehalt pro Spieler. Jairo, ihr habt das gerade gesehen, verdient jetzt hier auch gerade mal, was war es jetzt, 15,5. Damit ist Jairo jetzt im Team. Wir simulieren jetzt einen Tag vor, denn dann sollte noch ein Spieler kommen, den wir schon davor verpflichtet haben. Müssen wir jetzt kurz abwarten. Erstmal hier rechts seht ihr es auch. Hamburger Sportverein gewinnt Rennen um Jairo Samperio. Und dann geht es jetzt direkt zum zweiten Spieler. Da bin ich eigentlich noch gespannter. Aber bevor der jetzt kommt, muss ich noch was ansagen. Und zwar, wenn wir Spieler verkaufen, erhalten wir nicht wie in der zweiten Liga 10% der Ablösesumme, sondern in der ersten Fußball-Bundesliga jetzt doch schon ein bisschen mehr und geht zwar genau 50%. Der Ablösesumme erhalten wir, das bedeutet, verkaufen wir einen Spieler für 10 Millionen, kriegen wir 5, verkaufen wir einen Spieler für 3,8 Millionen, kriegen wir 1,9, für 4,5 kriegen wir 2,25 und so weiter und so fort. Genauso handhabe ich das jetzt einfach mal, obwohl, so viel Geld kriegen wir hier gar nicht. Ich würde einfach sagen, das, was wir hier vom Vorbereitungsturnier bekommen, sollten wir das wirklich gewinnen, das können wir tatsächlich umsetzen. Und obwohl, es ist schwierig. Ich glaube, wir machen das so. Nee, obwohl, wir machen die Hälfte. Wie bei den Transfers kriegen wir die Hälfte von dem Vorbereitungsturnier, je nachdem, wie viel wir gewinnen. Und jetzt sollten wir die Nachricht bekommen haben. Spieler mit Vorvertrag ist angekommen, und zwar Khaled Narey. Und dann
baue ich einfach mal kurz die Startaufstellung für die eventuelle nächste Saison zusammen. Das wäre dann zum Beginn der Saison erstmal unsere Startaufstellung. Das sind die Spieler. Pfeiffer hat mich tatsächlich so überzeugt, dass ich ihm jetzt erstmal zum Beginn der nächsten Saison einen Startelfplatz zutrauen würde. Sage ich ganz ehrlich, Narey, ich habe gesagt, die Rechtsverteidigerposition gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt, der geht da direkt von Anfang an rein. Jairo als Neuzugang ist auch in der Startelf. Ito hier links, da haben wir allerdings einen sehr, sehr engen Kampf mit Redondo. Das könnte sich da innerhalb der ersten Spiele schon direkt ändern. Da muss ich einfach mal auf die Leistung schauen. Schindler ist natürlich, also wir haben auf den Außenbahnen eigentlich ein Überangebot an Spielern. Da bin ich echt mega zufrieden mit. Und ansonsten auch im Sturm mit Arp. Ich bin eigentlich allgemein tatsächlich recht zufrieden, was meinen Kader angeht. Wir werden jetzt noch ein paar Spieler verkaufen und da sage ich euch jetzt, welche Spieler das sein werden. Ihr könnt auch unter diese Folge natürlich schreiben, welche Spieler müssen wir unbedingt verpflichten. Aber jetzt erstmal zu den Verkäufen. Torwartposition bin ich zufrieden. Auf der Verteidigungsposition bin ich der Meinung, wir sind rechts ein bisschen überaufgestellt und da würde ich tatsächlich gerne Sakai auf die Transferliste stellen und dann einfach mal gucken, was wir da für Angebote kriegen. Der hat mich in der letzten Saison wirklich überhaupt nicht überzeugt und deswegen stelle ich den dort erstmal rauf. In Verteidigung geht Papadopoulos ganz klar auf die Transferliste. Mit dem wird in echt derzeit nicht mehr geplant. Deswegen würde es mich freuen, wenn wir den abgeben. Weiter geht es dann auf der nächsten Position. Das ist das rechte Mittelfeld. Mittlerweile tatsächlich den HSV schon verlassen. Alin Halilovic, für den sollten wir auch nochmal ein wenig Geld kriegen. Also wir sollten den ein oder anderen Transfer realisieren können. Und dann geht es noch weiter mit einmal Eisfeld, gerade erst gekauft, aber so eingeschlagen wie er sollte, hat er nicht. Dagegen ist mit Schnellhardt ein wenig besser nach vorne. Und dann der allerletzte Spieler ist dann noch Fabian Klos. Die werden wir jetzt alle auf die Transferliste stellen. Und dann einfach mal schauen, ob wir für die Spieler interessante Angebote bekommen und ob wir unser Transferbudget dadurch noch weiter erhöhen können. Wir kriegen ein Leihangebot bezüglich Christian Fasnacht und ich habe ja schon die Ersatzspieler gezeigt für die Außenbahn. Da haben wir einmal Redondo und Schindler und dann haben wir als richtiges Backup tatsächlich sogar noch Lovren letztes Jahr von Düsseldorf verpflichten können. Und deswegen würde ich sagen, ist das vielleicht für Fasnacht gar nicht so schlecht, wenn er noch ein wenig mehr Spielzeit sich ergattern kann beim SVW in Wiesbaden. Wir können natürlich letztendlich nicht sehen, ob er wirklich Spielzeit bekommt, aber wir werden ihn jetzt erstmal hier definitiv verleihen, je nachdem, ob das Ganze durchgeht. Und ja, Alin Halilovic, der muss definitiv gehen, da werde ich auch nicht verhandeln. Ich denke, mit 8,5 Millionen plus sind wir sowieso ein bisschen überbedient und deswegen nehme ich das Ganze einfach mal an. Und bin gespannt, ob das Ganze durchgeht. Ins erste Spiel der Saison geht es dann auch direkt rein. Ist zwar nur ein Testspiel, aber trotzdem möchte ich auch gerne das Testspiel gewinnen. Also das lasse ich mir nicht so einfach nehmen. Winsheimer zeigt sich schon wieder in der perfekten Manier der letzten Saison. Trifft hier nach 4 Minuten. Pfeiffer holt sich die gelbe Karte ab. In der 9. Minute Ito will sich auf seiner linken Flügelbahn durchsetzen und trifft da direkt. Vielleicht kriegt Schindler oder Redondo da auch nochmal eine Chance, sich zu beweisen, aber nach 70 Minuten würde ich behaupten, sieht das hier recht souverän aus und letztendlich gewinnen wir das Spiel 3:1 durch einen weiteren Treffer von Ito. Nochmal jetzt zur Wunschliste und zwar haben wir Vogelsammer, letztes Jahr Torschützenkönig in der zweiten Liga, der wird definitiv draufbleiben, der wird aber auch nur eine Option, wenn wir tatsächlich Klos verkaufen, denn wir haben Arp und Winsheimer, zwei sehr, sehr gute, talentierte Stürmer. Und wenn wir denn noch Klos haben, dann möchte ich nicht noch einen vierten Stürmer kaufen für derzeit eine einzige Stürmerposition in der Startelf. Deswegen Pierre-Michel Azoga fällt tatsächlich raus. Den sollten wir tatsächlich sogar teurer bekommen als Vogelsammer. Also Vogelsammer ist da derzeit erste Wahl, habt ihr mir geschrieben in die Kommentare. Und deswegen, auch wenn in Wirklichkeit, sage ich mal, Pierre-Michel Azoga noch beim HSV spielt, nehmen wir ihn hier von der Liste. Und den derzeitigen Kapitän Hunt, da habe ich letztes Mal auch nochmal einen Kommentar verfasst, da könntet ihr auch nochmal drauf eingehen. Da habt ihr gesagt, wir sollen das Kapitänsamt so machen, wie es tatsächlich in echt ist, allerdings Hunt nicht verpflichten. Und wir könnten ihn, ich sehe es hier gerade, tatsächlich eh nicht verpflichten, also ist das Ganze ganz gut, dass das so durchgeht. Wir kümmern uns gleich natürlich jetzt noch einmal um die Nummern, müssen wir uns auch kümmern, da werden wir gleich einmal durchgehen und ihr schreibt mir nachher in die Kommentare, wer welche Nummer bekommt, welche Nummer besonders wichtig ist, wer dort welche Nummer erhalten soll. Beim HSV
gab es in den Testspielen schon Nummern, allerdings wird vom HSV bestätigt, dass das nicht die Nummern der Saison sind, sondern dass die Nummern der Saison erst Anfang August bekannt gegeben werden. Das heißt, wir könnten uns da ja Anfang August an diese Nummern wenden, aber dann erstmal so eine Vorauswahl, vor allem für Neuzugänge, könnten wir da die ein oder andere Nummer festlegen, vielleicht auch ein paar Nummernänderungen, vielleicht atme ich mal auf die 40. Da könnt ihr mir einfach in die Kommentare schreiben, was ihr dort so meint, und wenn euch irgendwas gefällt, dann lasst ihr natürlich dort einen Daumen nach oben da. Ich habe mir jetzt tatsächlich die letzten Minuten einfach mal alle eure Kommentare durchgelesen, da jetzt die interessanten Spieler rausgeschrieben, auf die Transferliste gesteckt. Und nee, nicht auf die Transferliste, auf die Wunschliste natürlich. Und zu den Spielern, die ihr jetzt hier seht, könnt ihr ja einfach schon mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, für die Außenbahn wie ein Lecky oder Esswein, sage ich mal, da müssten wir dafür einen Spieler verkaufen, sage ich, dass wir da irgendwie Platz schaffen würden, weil ansonsten hätten die so gut wie keine Einsatzzeiten, und das, denke ich, ist auch nicht so unbedingt der Sinn, beziehungsweise sonst hätten irgendwelche Spieler in unseren Kadern keine Einsatzzeiten. Man könnte überlegen, ob man einen Lovren verkauft. Man muss allerdings überlegen, selbst ein Lovren, der ist zwar erst 19 Jahre alt, aber hat Bundesliga-Erfahrung. Der war letztes Jahr bei Fortuna Düsseldorf, die waren in der ersten Liga. Wir können ja mal kurz durchschauen, wer hier so in unserem Kader Bundesliga-Erfahrung hat. Jetzt in der Startelf, das ist ein Ito definitiv, ein Santos, ein Van Drongelen, ein Pollersbeck. 4 Spieler mit Bundesliga-Erfahrung. Steinmann 5, Holtby extrem viel 6, Jairo 7. Und das wäre es gewesen. Also Pfeiffer hat keine, Narey hat keine, Schnellert hat keine und Winsheimer hat keine. Das sind 4 Spieler ohne Bundesliga-Erfahrung. Und ich denke, das geht in Ordnung. Und dazu haben wir Mikkel, der hat auch schon Einsätze in der Bundesliga gehabt. Bates nicht, Knoss nicht. Jung hat Einsätze in der Bundesliga. Redondo weiß ich tatsächlich nicht. Arp hat definitiv Einsätze. Lovren hat in FIFA ja bei Düsseldorf gespielt. Die waren in der Bundesliga. Also hat er damit auch Einsätze. Ambrosius hat, glaube ich, einen einzigen Einsatz tatsächlich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, einen Einsatz gemacht über eine gewisse Spielzeit, ich weiß allerdings nicht, wie lange. Und ansonsten, Wanyoman hat auch Einsätze, Jatta auch, Moritz, oh, da bin ich mir unsicher, ich glaube, der hat keine Bundesliga-Einsätze, tatsächlich nur zweite Bundesliga, da bin ich mir allerdings nicht sicher, und die hier unten geben wir ab. Und ich würde sagen, damit haben wir eigentlich ein ganz gutes Maß gefunden an Bundesliga-Erfahrung. Ich denke, wir haben da definitiv nicht so wenig Bundesliga-Erfahrung. Aber, wie gesagt, wir machen jetzt einen Cut. Ihr könnt mir die Kommentare vollhauen mit euren Wünschen, mit den Spielern, die auf meiner Wunschliste sind. Dazu einfach mal eure Meinung schreiben, welche Spieler müssen vielleicht definitiv geholt werden oder welche Spieler müssen uns auch noch verlassen, die ich jetzt nicht auf der Transferliste habe. Und dann könnt ihr, wie gesagt, entscheiden. Ihr entscheidet, wie die Karriere vorangeht, ihr entscheidet, welche Spieler kommen, welche Spieler gehen. Ich sag mal, sollten wir für ein paar Jugendspieler Leihangebote kriegen, dann werde ich auch definitiv den einen oder anderen Spieler verleihen, die schon letztes Jahr nicht so viel Spielzeit bekommen hatten. Und ich denke, das geht dann auch in Ordnung, weil, ja, wenn die in der zweiten Liga nicht viel Spielzeit bekommen haben und sich jetzt nicht großartig verändert haben, dann denke ich auch einfach mal, dass sie in der ersten Fußball-Bundesliga nicht so extrem viel Einsatzzeiten bekommen. Und ja, wir spielen jetzt gerade und es steht nach 30 Minuten 1:1 durch das Tor in der 29. von Costa und Holtby, der in der 30. ausgeglichen hat. Letztes Jahr ja unser bester Torschütze in der zweiten Fußball-Bundesliga gewesen. Dieses Mal fängt er auch ganz gut an. Trotzdem verlieren wir jetzt hier unser zweites Spiel mit 2:1. Ich schau mal kurz rein, ist Holtby Kapitän? Ja, Holtby, übrigens euer Wunsch, bleibt Kapitän, und Ersatzkapitän ist Moritz. Sollte Holtby mal nicht spielen, wird der Moritz wahrscheinlich rein rotiert. Also wir kriegen das definitiv hin. Und ja, damit würde ich sagen, wäre es das gewesen mit der allerersten Folge in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ihr könnt mir, wie gesagt, alles Mögliche in die Kommentare schreiben, all eure Wünsche, was definitiv umgesetzt werden muss in der ersten Fußball-Bundesliga. Und dann freue ich mich auf eure Kommentare. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst definitiv gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und hier wechselt tatsächlich Thiago für circa 120 Millionen zum FC Barcelona. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.